Ja moin, willkommen zurück zu Chained Echoes. Wir sind am Strand auf Bora Bora. Na, nicht ganz. Immer noch in den Feldern von Rohan. Rolan, nicht Rohan. Herr der Ringe, Vibes Intensify. Wir sind hier unten links im Südwesten. Ein bisschen erkundet und in der letzten Folge haben wir ein neues Klassenwappen bekommen, den Krieger. Ja. Das war schon nice. Und jetzt versuchen wir die Krabbe da links mit Glenn alleine wegzumachen. Weil das nämlich eine Herausforderung ist von... von der Belohnungstafel hier. Gewinne einen Kampf gegen Krabben mit Glenn allein. Ah, natürlich kommen... Und wir schaffen es nicht. Also warum kommen denn da drei? Das ist doch voll dumm. Ohne Witz. Okay. Psychenstärkung, das ist mir eigentlich egal. Können wir... einmal heilen und dann nochmal angreifen. Ich glaube, wir sind nämlich tot, wenn die alle angreifen. Ein Snack. Das nichts gebracht, glaube ich. Okay, er bufft sich. Ich nehme nochmal einen Snack. Okay, jetzt gleich greifen wir wieder an. Jetzt greifen die aber natürlich wieder an. Ja, toll, ey. Ja, Powerschwung. Wenn die... Okay. Wie viel... Sind die tot? Ich glaube nicht, wa? Könnte halt einen killen. Die haben sich schon gebufft. Ja, ich muss mich einfach wieder erstmal hochheilen. Ne, wir heilen weniger, als die uns Schaden machen. Ja. Muss ich jetzt darauf hoffen, dass der tötet. Okay. Nice. Okay, haben wir zwar einen Heal verbraucht, aber egal. Einen unnötig verbraucht. Geil. Bang. Okay. Dann gehen wir zurück nach Basil, yo. Und dann haben wir hier den Süden erkundet. Und dann können wir erstmal Kristalle fusionieren, kombinieren. Pantherzahn, das brauchten wir für irgendeinen Deal. Oh. Nein, ich habe vergessen, die Party wieder aufzustellen. Victor, Ilian und Sienna. Speicher nochmal. Bam. Willst du was klauen? Ich weiß nicht, was konservierbar heißt, by the way. Also ich meine, das Wort kenne ich natürlich, aber was das im Kontext vom Spiel heißt. Wir können dann, vielleicht kommt das noch. Scheiß auf Gift. Bam, 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 bam. Körperliches Entgehen, ja. Ah ja, klar. Ja. Wir können halt jetzt nichts machen. Wir müssen wechseln. Mit ihm müssen wir wechseln, weil sie läutern hat. Jetzt gehen einzelnen läutern.
Obwohl. Müssen wir nicht. Die machen einen Schaden. Ja, doch. Geht Langfinger? Ja, okay. Wir läutern ihn. Bam. Genau, und greifen dann die dann mit Druckpunkt an. Aber ich greife mal ihn an. Weil es ist ein magischer Schaden, ne? Ups. Mal Abwehr, so. Der ist geläutert. Windstoß auf ihn. Jawohl. Overheat, okay. Egal. Wir greifen aber weiter an. Schaffen wir schon. Kreuzhieb. Bam. Noch ein Boxhandschuh, aka die Hoden bekommen. Geil. Süßigkeiten. Also, ich finde es echt gut. Die Frequenz der Kämpfe ist echt gut. Also, ne, die Kämpfe sind halt jetzt generell nicht so leicht, dass man komplett AFK sein, Brain AFK sein kann. Was halt schwierig für mich theoretisch zum Beispiel sein kann, wenn es super viele Kämpfe gibt. Aber ich finde, es gibt so wenig oder die Kämpfe sind so, in Anführungsstrichen, spärlich, dass es nicht nervt, dass man jedem Kampf wirklich, ne, dass jeder Kampf in Anführungsstrichen lange dauert sozusagen. Das hat eine ganz gute Frequenz getroffen, meiner Meinung nach. Bis jetzt. So, hier war doch, genau. So. Immer automatisch kombinieren. Jetzt möchte ich in Bocken Angriff erhöhen reinpacken. Einheit 0. Weiß zwar nicht mehr, was das bedeutet. Aber hey. So. In Rüstung einsetzen möchte ich in den Rabenumhang Psi erhöht. Yes. Mhm. Kann ich... Willst du dies... Nein. What? Ja, so. In ihn will ich LP erhöhen. Reinhauen. Ja. Was haben wir denn noch? Ich möchte... Nee. Warte. Ein Priestergewand. Warum kann ich die mehrmals einsetzen? Hä? TP-Kosten verringern. Reduziert die Fertigkeitskosten um 20%. Jo. So, haben die jetzt... Warum hätte ich noch... Ich habe es nicht bestätigt. Ah, ja. Deswegen. Ach so, verbessern heißt... Okay. Ich dachte irgendwie, die Waffe verbessern nochmal. Das ist okay. Weird. Bin blöd. LP erhöhen. Okay. Priestergewand. Nee, nicht Psi erhöhen. EP-Kosten verringern. So, okay. Dann geht es einmal hier nach links. Ein alter Mann. Oh. Dorfältester. Oh, was für eine bunt gemischte Truppe. Willkommen in Basil. Wie kann ich euch...
Da brat mir doch einer einen Storch. Ist das Sir Victor, der Schöpfer der legendärsten Geschichten der Welt? Solch hohe Töne, vielen Dank. Ich bin euer größter Fan. Ich habe alle eure Vorstellungen im Theater in Farnsworth gesehen. Mein Lieblingsstück ist Der Laufbursche. Bitte sagt mir, Sir Victor, ist es wahr, dass diese Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht? Erlaube mir, diese Frage unbeantwortet zu lassen. Dies ist ein für mich höchst kostbares Geheimnis. Haha, wenigstens habe ich es versucht. Also was bringt einen Herrn wie euch in solch ein kleines Dorf wie Basil? Wir versuchen nach Kotara zu gelangen. Ach, so ein Pech. Die Grenze nach Kotara ist derzeit geschlossen. Ohne Sondergenehmigung kommt ihr nicht durch. Auch einige unserer Händler müssen im Dorf bleiben. Sie sind darüber nicht sehr erfreut. Okay. Na, dann heiße ich euch in unserem bescheidenen Dorf willkommen. Fühlt euch wie zu Hause. Nachdem wir sagen, wir sind nur auf der Durchreise. Im Moment haben wir in unserem Gasthof genügend freie Betten für euch alle. Außerdem könnt ihr an der Bar einen der besten Weine aus Escania probieren. Vielen lieben Dank. Dieses Angebot nehmen wir gerne in Anspruch. Okay, aber so ein Gespräch mit dem Dorfältesten. Why not, I guess. Das hier. Da ist eine Truhe. Okay, die wollen wir haben. Kommt man wahrscheinlich nur von innen hin, oder was? Hier? Nee. Nee. Hello? Da können wir nicht reden. Hier ist nichts. Da können wir reden. Ich hasse diesen Beruf. Nicht wegen der Aufgaben, aber wegen diesem Typ Bäcker. Er ist ein... Ah! Habt ihr gelauscht? Ich sagte, ich liebe diesen Beruf. Besonders Herr Bäcker. Okay. Ui. Ach verdammt, das ist zu eng. Tut mir leid. Meine Verlobte wird jeden Moment zurückkehren. Spute dich. Sir. Verzeihung? Es kostet 200 Ark. Ah, Ark. Okay. Pro Genehmigung. Ich habe noch 4 übrig für insgesamt 800. Was? Ihr seid wegen der Pässe hier, richtig? Ihr seid heute nicht die Ersten. Da die Grenze geschlossen wurde, könnt ihr sie nur mit einer Sondergenehmigung überqueren. Und ich bin der Einzige, der sie ausstellt. Zumindest der Einzige, der keine unangenehmen Fragen stellt. Und damit kommen wir problemlos über die Grenze? Was glaubst du, wer ich bin? Ich betreibe hier keine illegalen Geschäfte. Das sind amtlich ausgestellte Genehmigungen. Jeder Beamte hat das Recht, sie nach eigenem Ermessen zu erteilen. Bäcker! Wo zur Hölle bist du? Ich warte! Bin gleich da, meine süße Honigbiene. Wie lange brauchst du noch? Du versuchst schon seit Stunden, diese Hose zu flicken. Tut mir leid, bin fast fertig. Ihr seid noch da? Tut mir leid, heute proben wir unsere Hochzeit. Schlechter Zeitpunkt. Die Genehmigungen liegen auf dem Tisch. Legt das Geld dorthin und nehmt sie euch. Auch easy, okay? 4 Pässe reichen nicht aus. Tut mir leid, mehr habe ich nicht. Wir nehmen sie vorerst. Im schlimmsten Fall werden wir nur zu viert die Grenze überqueren. Lasst mich diesmal die Kosten übernehmen. Ich habe noch etwas Reisegeld übrig. Nehmt die Karte auf dem Tisch dort als kleines Dankeschön. Ich habe darauf einen sicheren Weg über die Berge markiert. Oh, nice. Bäcker, wo bist du? Bitte geht jetzt. Okay, wir hätten hier sowieso hingemusst. Krass. Machen wir von den Genehmigungen Gebrauch und brechen wir zur Grenze auf. Ist das nicht seltsam? Was meinst du, Sienna? Soweit ich weiß, verkauft er seit geraumer Zeit regelmäßig Pässe. Da die Grenze geschlossen ist und eine Sondergenehmigung benötigt wird, kann er zusätzliche Gebühren erheben. Trotzdem verkauft er sie nur für 200 Ark. Warum würde er das tun? Das habe ich mir auch schon gefragt. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Wenn wir damit über die Grenze kommen, ist doch alles in bester Ordnung, oder? Na dann los. Okay, die sind auch richtig naiv, geil. Man kann hier hinten rumlaufen. Ah, nee, kann man nicht. Weil hier, okay, hier geht's nicht weiter. Hochzeit oder was ist hier? Ah. Yes. Noch ein Rabenumhang. Really? Jetzt habe ich gerade in das Priestergewand das Ding gepackt. Obwohl, gibt eh keine Magie. Weniger, 2 weniger. Ja, doch, ist aber besser. Die 2 TP weniger sind schon okay für 7 LP mehr, 4 Abwehr und 2 Psyche mehr. Na gut. So. Dann gehen wir aber nochmal zurück. Ich glaube, wir können den Kristall entfernen.
dann hat er ja keine Reinheit mehr, aber das heißt nur, wir können ihn nicht mehr benutzen, um ihn zu kombinieren, glaube ich. Wir können ihn trotzdem noch irgendwo einsetzen. Glaube ich. Hoffe ich. Ja. Nee. Nee. Shit. Oder vielleicht braucht er das 3? Moment. Wir rüsten die Dings mal auf. Aha. Ja, der brauchte 3 Slots. Okay. Ja, wir können ihn noch benutzen, aber wir können ihn halt nicht weiter benutzen, um aufzuwerten. Beziehungsweise als Basis können wir den nicht weiter benutzen. Okay. Dann ist es doch nicht so schlimm. Wenn man die wieder rausnimmt. Wir möchten dahin bitte. Ja, ja, die Katze ist schon klar. Hier, ach, hier waren wir drin. Was ist denn hier? Hauskäfer. Oh, eine Höhle. Silberner Brustpanzer. Ist Gefängnis oder was? Ist es besser? Nö. Weiß, 17. Würde mehr Abwehr geben, wenn wir es aufrüsten. 20, 15, 15. Ja, doch, ist schon besser. Wenn wir den aufwerten, ist besser als das Acen. Für Glenn. Deswegen gucken, machen wir das doch mal. Würde ich sagen, Rüstung aufwerten. Silberner Brustpanzer, yes. Danke. Da haben wir auch Kristalle drin. Die holen wir raus. Ups. Ja, nochmal die LP erhöhen nämlich. Rüstung auf, nein. In Rüstung einsetzen. Okay. Will ich die nochmal? Ich will die einfach direkt nochmal aufrüsten, ja. Kostet ja nicht viel, um ehrlich zu sein. Ja, komm, das, den Rahmenumhang rüsten wir auch nochmal auf. Okay. Und jetzt eine Sache. So. Damn, okay, entspann dich mal, kleine Katze, ey. Da unten waren wir. Was ist hier noch? Ne, warte mal, hier waren wir doch nicht überall. Oder? Wow. Bin ich außerdem wieder rausgegangen? Ja. Ne, doch, hier waren wir. Doch, hier waren wir, okay. ich habe keine Ahnung, was ich vor 15 Minuten gemacht habe. Klasse. So muss das sein. Aber jetzt trotzdem weiter nach Norden, yes. Sichert euch die beste Ausrüstung in Escania zu einem Bruchteil des Preises. Oh, hier sind Händler. Okay. So geile Sachen gibt es hier nicht. Verkaufen mal die Beute. Neue Deals. Aber wir haben nicht alles, okay. Was verkaufen wir denn? Eigentlich nichts, wir brauchen gerade kein Geld. Gucken wir mal, was die Waffen so hergeben.
aha. Eisenschwert Gladius. Seid aber. Glefe holen wir uns. Langbogen ist besser. Ja, okay. Wir können uns jeweils die besseren Waffen für fast alle kaufen. So. Ups. Nein. Nein! Okay, das ist irgendwie nicht so geil gemacht hier. Muss einfach dann warten. Okay. Hm? Rüsten wir die Sachen mal aus. Du kriegst den Langbogen. Du kriegst die Glefe. Hatte der Speer irgendwas? Nee. Und du kriegst das Langschwert. Okay. Nice. Ich hoffe aufrichtig, dass du nicht versuchst, mit einer Schaufensterpuppe zu sprechen. Ach, das ist eine Schaufensterpuppe. Geil. alright. Hier war der Dorfälteste. Hier haben wir die Pässe bekommen. Hier sind Kiddies. Moin. Der glaubt mir, ich lüge nicht. Du Lügner! Du willst, dass wir eine Karotte... Verdammt. Warum kann ich manchmal nicht schnell reisen? Weird. Beziehungsweise die Karte öffnen. Saftige Frucht. Einmal hier lang, bitte. Aha. Einfacher Stein und schleimiger Wurm. Ah, ich finde die Sprites sind so geil. Hm. Ich mag dieses Spiel. Ui, was ist das? Sieht fast aus wie ein Altar für eine Vogelscheuche? Frag mich, wer ihn gebaut hat. Ja, gute Frage. Ist das ein Kampf? Nee, okay. Kann man hier lang? Nein. Dann geht's weiter nach oben. Wir haben sonst alles erkundet, okay. Also nach Norden. Ah ja. Hier geht's dann noch so nach rechts rum, verstehe. Das ist so dann die Verbindung. Okay. Erstmal nach hier. Nach hier. Nach Westen. Feine Wolle. Ist eine Brücke. Seidengarn. Hier noch was? Nein. Panterzahn. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich Kampf oder so. Da geht's. Wir gehen erstmal nach links. Wenn wir das können, können wir nämlich. Doch, können wir hier. Jawohl. Hier können wir nicht runter. Ich habe mich getäuscht. Ein Achievement freigeschaltet. Gerade gesehen. Horn. Oh. Feenflügel und da sind noch Kristalle. Giftverlängerung, Schlafverlängerung. Giftverlängerung ist natürlich gut für Rob. Wenn es einfach nur die verursachte Gift verlängert. Was es wahrscheinlich tut. Hier können wir nicht rein. Hey! Mach auf! Verdammt, okay. Hm. Vielleicht muss man irgendwie irgendwas triggern, damit man da reinkommt. Kein Kampf bis jetzt. Aha, da kommt man dann wahrscheinlich wieder raus. Hier ist so ein Schatz. Links unten, links oder rechts? Das zweite hätte noch nicht gefunden. Beziehungsweise hier unten rechts war, oder unten in der Mitte, nee. In der Mitte, Mitte, waren auch so eine Zeichen. Aha. Aha. Geil, da haben wir ihn gefunden.
Ergrabenen Schatz gefunden. Schön. Oh, I knew it. Langfinger, nee. X-Heap, direkt mal bluten lassen. Ist wahrscheinlich, ja, gegen Feuer schwach. Wer hätte es gedacht? Poesie-Marsch. Okay, der hat Kinder geboren. Amazon, Ölhieb. Ei. Der hat aber viel Schaden gemacht, ey. Direkt tot, okay. Du wechselst bitte. Weil wir wollen Feuerstoß auf sie machen. Hoch, 333 Schaden. What? Was war das denn? Lichtangriff Erblindungstreffer. What the fuck? Wenn man die mit ihrer Schwäche angreift, dann kontert die oder was? Und bringt uns dann nur auf 1%, auf 1 HP? Aber der eine... Victor ist ja trotzdem gestorben. Irgendwie merkwürdig. Wo sind wir jetzt? Da sind wieder Krabbos. Okay. Ja, ziemlich straightforward der Weg. Ich würde sagen... Wohl, den Krabbenkampf machen wir jetzt noch. Warum jetzt auf einmal nur gegen zwei? Ja. Was habt ihr für eine Schwäche? Wind. Wir wechseln. Gift irgendwie auf 2 zu machen, bringt jetzt nichts, so wirklich, würde ich jetzt behaupten. Schlitz, kein Blütensturm, dankeschön. Wir haben aber Psychenstärkung, das ist ekelhaft. Die machen, kriegen ja richtig wenig Schaden. Oder der... X-Heap. Tschüss. Nee, nicht tschüss. Okay. Jetzt tschüss. Gucken. Bam. Gucken. Power Durchbohrung. Hm. Snack. Okay. Das war easy. Hier können wir runter. Okay. Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge da runter. Denn diese Folge ist jetzt vorbei. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Würde mir sehr helfen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Tschüss.